Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Auf den Kommentatorenplätzen haben wir immer Wolf Fuß und Frank Buschmann Platz genommen. Heute wird es bei uns um ein Division. Oh, das könnte was werden. Da packt er seine ganze Technik aus und macht ein absolutes Traumtor. Also viel schöner geht's ja. Das war perfekt. Das ist ja unglaublich, wie der mit dem Ball umgehen kann. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Der Ball kommt wieder zurück. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Paulinho. Kanté, das sieht gefährlich aus. Vielleicht der Ausgleich. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Da gewinnt er den Zweikampf. Oh, nun Pogba. Rashford. Misslungener Pass. Da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Aguero am Ball. Dembélé ist es jetzt. Die Chance jetzt. Da haben sie gut aufgepasst. Paulinho. Ball ist bei Goretzka. Gut durchgesetzt, gefährlich. Und der Pass, super Kopfball. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Da geht er vorbei mit dem Trick. Gutes Technik. Anderson Talisca. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Goretzka. Gute Chance. KT blockt den Ball ab. Und nun Aguero. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. Rashford. Spiel geht mit Einwurf weiter. Da mit viel Übersicht. Dembélé. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Sie machen das Tor. Das haben sie natürlich perfekt gemacht. Sind früh draufgegangen, früh gestört. Klasse Aktion. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3:2. Das ist ein enges Spiel. Anderson Talisca. Gefährliche Szene. Da war er schon wieder mittendrin. Ja, hier trifft er zwar nicht, aber 2 Treffer hat er schon. Das ist eine gute Leistung. Dembélé. Nun Kun Aguero. Da ist Pogba. Jetzt der Angriff von den Magpies. Marcus Rashford. Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Paulinho. Jetzt der Schuss. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore, eine Weltklasseleistung. Beeindruckend, 7 Tore insgesamt. 4:3 der Spielstand.
Da entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Und nun Pogba. Agüero. Und jetzt flanken. Pogba. Rashford. Könnte der Ausgleich werden. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Die Chance auf den Konter. Douglas Costa, den muss er machen. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Klar, dass sie die Führung ausbauen wollen. Ja, jetzt gibt's Eckball, gute Möglichkeit. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Und direkt die nächste Ecke. Ecke kommt in den 16er. Ja, klasse, Ball erstmal weg. Weiter die knappe Führung nach der Szene eben. Das war eine Riesenchance. Dembélé. Sergio Agüero. Paul Pogba. Kun Agüero. Jetzt vielleicht die Flanke. Rashford. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Paulinho. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Er unterbindet den Angriff wohl auf Kosten einer gelben Karte. Er gibt gelb und ich sag's ja nicht oft, aber das ist mir zu gnädig. Er will ja scheinbar nicht zu viel Einfluss aufs Spiel nehmen, aber es war nun mal eine Notbremse. Gute Position für diesen Freistoß, da muss die Abwehr hellwach sein. Dembélé. Sie haben Platz. Gute Chance für eine Flanke. Das muss es sein. Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Da machst du 4 Tore in einer Hälfte und bist trotzdem nur ganz knapp. Die Magpies müssen was tun, denn nach der Pause liegt man hier hinten. Weiter geht's. Conte. Mbappé. Da kann er ihn stoppen. Unaufhaltsam. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Aktion geht weiter. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Eine torreiche Partie. 5-3. Unglaublich. Leon Goretzka. Franck Aschampong. Und jetzt die Chance. Und da klingelt es im Kasten.